Herzlich willkommen bei der Klöppeloma. Heute möchte ich euch den 3D-Stern vorstellen, auch aus der Lok. Ich denke mal, ihr kennt die Lok, geschrieben LOKK. Das ist der holländische Klöppelverband. Auf der Seite der Lok gibt es ganz viele freie Downloads. Da könnt ihr dann mal schauen. Und diesen 3D-Stern könnt ihr euch darunter laden. Mit der genauen Anleitung und alles. Ich werde euch in meinen Filmen jetzt zeigen, wie Schritt für Schritt davor gegangen wird. Der Klöppelbrief ist entworfen von Marianne Hartog, eine bekannte holländische Klöpplerin. So, das ist dieser 3D-Stern. Da könnte man später vielleicht auch eine kleine Lichterkette noch reinmachen oder so. Das wollte ich mal probieren. Und darum habe ich auch den Brief ein bisschen vergrößert. Ich mache es mit einem dickeren Garn und zwar mit der Franks Baumwolle 20/3. Dafür habe ich den Originalbrief auf 130% vergrößert. Also den Kopierer auf 130% stellen, dann wird der Nadelabstand dann für dieses Baumwollgarn passen. Ich habe es selbst noch nicht gemacht. Ich werde den auch jetzt das erste Mal machen mit euch zusammen. Ja, ich werde den Stern in Weiß arbeiten und dann goldene Perlchen da reinmachen. Ich habe so kleine goldene Perlchen und zwar immer an diesen, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier, schalt mal ein bisschen näher, in diesen Leinenschlagflächen, da will ich die so mitten reinmachen. Mal schauen, wie es wird. Man könnte auch noch einen Goldfaden am Rand mitnehmen und so, aber ich denke mal, dann wird mir das zu viel. So, ja, das war das, was ich sagen wollte. Dann wollte ich hier nochmal zeigen. Wird also so gearbeitet, ein fortlaufenden Band im Zickzack. Die Anleitung gibt es dann auch, allerdings in Holländisch. Sollte da jemand Probleme haben mit der Übersetzung, gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dann versuchen zu helfen. So, hier ist die technische Zeichnung. Ist auch sehr gut gemacht, also man kann da sehr gut nacharbeiten, denke ich. Seht ihr? Dann wollte ich euch noch sagen, wie ich jetzt ausgerechnet habe und wie viel Prozent ich den Brief vergrößern muss. Die Marianne Hartog hat angegeben, Aurifil 28 hat ein DD von 26. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Die Frau Martina Wolter-Kampmann, die hat ja da auch schon ein Buch oder sogar zwei zu rausgebracht, wo die Garne bestimmt mit der durchschnittlichen Dicke. So, und dann kann man vergleichen, welches Garn man stattdessen nehmen kann oder auch dann umrechnen, wie man vergrößern oder verkleinern muss. So, und ich habe jetzt nachgeschaut. Aurifil 28/2 hat einen DD von 26 und die Franks Baumwolle 20/3 ein DD von 34. So, dann habe ich davon eine Dreisatzaufgabe gemacht. Heißt 100 durch 26 mal 34 gleich 130,76%. Da kommt noch so ein Schwanz hinterher, aber so genau kommt sich das jetzt auch nicht. Und ich habe jetzt auf 130% vergrößert. So, das war jetzt die Einleitung dazu. Dann noch dieser Klöppelbrief. Hier ist der Brief. Dieses Teil dreimal kopieren und dann muss sehr sorgfältig angestückelt werden. Das heißt, ich habe das so gemacht. Ich habe die Teile erstmal einzeln. So, das ist jetzt hier der erste Teil der Videoreihe, ja?
weg. So, einmal habe ich hier den Anfang und dann habe ich das zweite Teil mir so geschnitten, ein bisschen rüber, dass ich hier ansetzen kann. Und zwar, ich werde hier noch gerade abschneiden an dieser zweiten Lochreihe hier, mittendurch. Und an diesem Teil hier auch. Dann kann ich da genau ansetzen. Ja, dann kann ich da genau ansetzen, sodass ich nicht so viel durch doppelte Pappe stechen muss. Ich habe auch etwas dickere Pappe genommen, weil wenn man diesen Stern mehrmals machen möchte, dann lohnt sich das. Dann kann man den immer wieder nehmen. Wenn man so eine dünne Pappe nimmt, dann sind die Löcher zu schnell ausgefranst. So, das war jetzt hier das mittlere Teil. Also ich muss dann immer gucken, dass ich an den Ecken hier eine doppelte Punktreihe nebeneinander habe. Ja? So, dann habe ich noch ein Teil, was ich dann ansetze. Da muss ich auch noch dann abschneiden und dann da dran. Ja, und dann wird da abgeknotet. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr die Teile aneinander legt, zählt die Ecken. Ich zeige es hier nochmal eben. Das heißt, ihr müsst hier rechts habt ihr 5 solche Ecken. Ja, hier hintereinander. Und auf der linken Seite 4 solche Ecken. Und einmal hier, zweimal, einmal am Anfang, hier so eine halbe. Hier, da, die halbe. Und am Ende dann nochmal. Da kommt auch wieder eine halbe. So, dann stimmen die Anzahl der Sternspitzen. Ja, da also drauf achten. Das heißt, ihr braucht nicht 3 komplette solche Teile, sondern ich habe das mittlere, ist halt kleiner. Ja, ist nur so, damit es auskommt. Ich hoffe, ich habe mich da jetzt deutlich ausgedrückt. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Ich werde da nochmal drauf antworten und dann nochmal drauf eingehen. So, das war zur Vorbereitung. 16 Paar Klöppel. Ich habe mal 3 Meter auf jeden Klöppel gewickelt. Ich hoffe, dass es reicht. Mit Anknoten zwischendrin ist ja nicht so schön. Ich habe ein bisschen dickeres Garn gewählt, weil ich mir gedacht habe, dann wird der Stern ein bisschen größer. Und dann kann man vielleicht nachher eine kleine Lichterkette noch da rein machen oder so. Ja? Dieses ganze Teil hier. Ich zeige das nochmal eben hier. Wird dann zweimal gearbeitet. Also 2 getrennte solche Streifen, die dann später zusammengefügt werden. Aber da mache ich dann, wenn es soweit ist, auch ein Video noch von und dann könnt ihr das sehen. Ja, ich muss da auch erst da ausprobieren. Im nächsten Film machen wir den Anfang, hängen auf und dann schaue ich mal, wo es noch Schwierigkeiten gibt und ansonsten würde ich mich dann später wieder melden. Bis dann!